Herzlich willkommen im X-Lab. Heute mal wieder was ganz Ernstes. Das heißt, es geht mal wieder um die Grundsätze der Fotografie und um die Inspiration in der Fotografie. Ich bekomme immer wieder Mails und Anfragen, die sich dann auch sehr oft um Technik kümmern oder wo es um Technik geht. Ich glaube, ich muss da mal wieder grundsätzlich was zu sagen, weil das ein sehr wichtiges Thema ist. Mir schreiben Leute, dass sie zum Beispiel sagen, ja, mich fasziniert schon lange die ein oder andere Kamera. Es gibt ja so Kultkameras, die ganz toll sind. Da gibt es zum Beispiel die Leica-Kameras, die Monochrom-Kameras. Das sind was ganz Besonderes, die sich speziell an bestimmte Fotografen richten. Aber auch von vielen anderen Herstellern, von Canon, Nikon, Fuji-Kameras. Viele Kameras inspirieren Leute zum Fotografieren. Und dann fragen mich Leute, ja, welche Kamera soll ich denn kaufen? Die oder jene inspiriert mich, ist das richtig, um damit tolle Bilder zu machen und so weiter. Da möchte ich mal grundsätzlich was dazu sagen. Also man könnte jetzt erwarten, dass ich hier stehe und sage, oh, ja, die Technik hat überhaupt nichts damit zu tun. Das stimmt nicht ganz. Es geht bei diesem Video heute mal um Inspiration für gute Fotos. Das heißt, was inspiriert mich? Und wo investiere ich rein, um meine Inspiration zu fördern oder auch um Lust zu bekommen, weiterzumachen? Weil es geht ja auch darum, wenn man das jetzt nicht nur beruflich macht, sondern auch für eigene Projekte, da braucht man ja Lust und Inspiration, solche Projekte zu machen. Und eine Kamera kann durchaus inspirierend sein, zu sagen, boah, ich habe so eine geile Kamera, ich muss jetzt shooten, ich muss raus und so weiter. Da möchte ich jetzt was zu sagen und darum geht es heute in dem Video. Meiner Meinung nach gibt es also im Wesentlichen in der Fotografie drei Inspirationsquellen, die einem helfen können, weiterzumachen, alles besser zu machen, sich weiterzubilden und immer wieder vorwärts zu gehen. Und tatsächlich ist eine der Inspirationsquellen schon auch die Technik. Das heißt, eine tolle Technik, ein tolles Lichtequipment, eine super Kamera, die auch so ein gewisses Image hat, ja, die kann einen schon inspirierend zu sagen, boah, mit dem Ding gehe ich jetzt raus und fotografiere. Ich habe allerdings festgestellt, dass das nur eine Weile anhält. Und wenn man voll auf diese Technik-Inspiration setzt, dann ist es zumindest bei mir so, dass die zwar recht kräftig ist, aber die lässt sehr schnell nach. Das heißt, man müsste relativ regelmäßig irgendwie was Neues kaufen. Ein neues Objektiv, neues Zubehör oder mal wieder ein neues Gehäuse für die Kamera und so weiter, um immer wieder inspiriert zu sein. Und das ist für mich der falsche Weg. Natürlich suche ich auch eine Kamera, die mir liegt, die ich angenehm finde, mit der ich gerne arbeite. Aber dann hört es bei mir auch schon mit der Inspiration so ein bisschen auf. Punkt 2, das habe ich auch schon in mehreren Videos angesprochen, den halte ich für viel wichtiger. Inspiration sollte man aus der fotografischen Menge der Bilder, die es auf dieser Welt gibt, ziehen. Also man sollte sich Fotografen suchen oder Stilrichtungen in der Fotografie, die einen inspirieren. Das kann in der Landschaftsfotografie sein, das kann in der Streetfotografie sein, das kann in der Modefotografie sein. Da gibt es so viele tolle Aufnahmen und solche Aufnahmen oder auch solche Lebenswerke von Fotografen, die können unheimlich inspirierend sein. Nicht, dass man sagt, ich mache das jetzt alles nach, sondern ich begeistere mich für einen Fotografen und ich denke, wow, der hat irgendwie sein Ding durchgezogen, der hat seine Bilder gemacht und genau das mache ich jetzt auch. Das heißt, ich überlege mir, wie fotografiere ich, welches Thema und wie gehe ich das an? Also wie ist auch der geistige Background, also dieses Konzept hinter meinem Projekt und dieses Konzept, das kann dann wieder zur Inspiration werden, neue Bilder zu machen. Ja, und die dritte Inspirationsquelle ist die, dass man sagt, ich investiere in meine Shootings, also nicht in mein Equipment. Das muss man einmal machen, aber da kann man viele Jahre dran damit arbeiten. Ich investiere in meine Shootings und das ist für mich auch eine der allergrößten Inspirationsquellen. Das heißt, jemand, der Reise oder Architektur fotografiert, der investiert in eine Reise. Er bucht sich einen Flug nur zum Fotografieren nach Südspanien, nach Marokko, egal wohin, nach Grönland, was einen interessiert, nach Island und investiert und geht dort nur zum Fotografieren hin. Also nicht am Strand liegen, Tequila trinken und ab und zu mal ein paar Urlaubsfotos machen, sondern wirklich nur Fotoprojekte. Das ist eine Investition, die Vorbereitung benötigt und wo man dann seine Konzepte ausarbeiten kann.
halte ich für eine super Inspiration. Man kann natürlich auch in seine Fotomodelle investieren. Man kann gute Modelle buchen und bezahlen. Dann hat man Modelle, die auch richtig hervorragende Bilder mitgestalten können. Man kann Klamotten kaufen, mieten, leihen. Man kann tolle Locations mieten. Das alles kostet Geld. Aber dieses Geld hilft einem, in eigene Projekte zu investieren und damit auch seine Motivation und seine Inspiration ständig am Leben zu halten. So, das war jetzt ziemlich viel geredet. Wir haben drei Inspirationsquellen für die Fotografie und nur eine und meiner Meinung nach die schwächste ist die technische Inspiration. Denken Sie darüber nach und wenn Sie möchten, schreiben Sie Ihre Meinung dazu in die Kommentare. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen aus dem X-Lab, Rüdiger Schestag.